Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. Die Finsternis ist hier und sie ist Alice. Die hat auch ganz anders geredet mit uns als normal. So, mal sehen. Huch. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Mach ich aber nicht. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Nein. Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Departure ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Am Puppes. Am Puppes. Einfach nur am Puppes, ja? Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Komm wieder ins Bett, Alan. Aua. Komm wieder ins Bett, Tom. Aua. Was? Ach so, ich darf hier... Zane! Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Was? Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Der hat leichte Smile-Wipes. Drücken Sie den Klicker. Du Scheiße, was? Bird. Okay. Therapy. Oh, eine Thermosflasche noch für uns. Eine Laterne. Ne, warte mal. Bird. Star. Ich verfolge die Idee eines Wegs. Okay. Okay. Ich verlasse dich. Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst das. Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Ich bin gerade sehr schweigsam, aber... Nichts dergleichen war je passiert. Kann ich den Karton nicht aufmachen? Ich hatte mich über den Ozean geschrieben. Du hattest dich über den Ozean geschrieben. Ich hoffe, wir haben genug, Du bist nicht Pablo. Harry, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch Arthur. Bitte binde mich an das Gute, Rosalina. Ich werde dir dabei helfen, deinen Masterarzt zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer des Thomas. Leg es hin. Deine Herz ist voller Dunkelheit. Thomas? Tom?
noch ein Telefon? Ich machte die Hütte real. Du machtest die Hütte real? Okay. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was die Schreiber ihm aufgetragen hat. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Okay. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Mhm. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Oh nein! Okay, er springt rein. Also konnte er sie quasi jetzt retten? Sie konnte sich selbst retten?
bitte was? Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Abreise. Hartgesottener Auto. Ja, Ladies and Gentlemen. Das war Alan Wake. Und was haben wir da am Ende einfach gesehen? Ach du Jemine Mini. So viele Sachen, die wir da gesehen haben. Alan hat für jeden jetzt ein Happy End geschrieben, sodass alle noch am Leben sind. Wir haben aber... Wo sind Barry und Sarah gewesen? War ich jetzt einfach nur blind, weil ich kurz aufs Handy geschaut hatte? Und Rose. Rose sah immer noch so verstört aus. Und Mr. Nightingale, ehrlicherweise auch. Aber okay. Faszinierend. Kann ich jetzt also davon ausgehen, dass Alan im See weiter geblieben ist, um für alle ein Happy End, also ein Happy End zu schreiben, damit die am Leben sind und alles. Ich weiß es nicht. Aber da schließt sich ja dann sehr gut eine Fortsetzung an. Die wurde ja auch angekündigt. Da bin ich in der Tat doch dann sehr, sehr gespannt drauf. Er scheint dann ja jetzt immer noch im See zu sein oder im Ozean der Dunkelheit zu sein. Tja, was soll ich dazu sagen? Aber gut, bevor ich hier weiter fachsimpel, was das Ende bedeuten könnte, Bewertung des Spiels. Ich habe es ja jetzt doch geschafft, es tatsächlich auf normal durchzuspielen, auch wenn ich an manchen Stellen durchaus einen richtig heftigen Koller gekriegt habe. Gerade so die Kämpfe mit Hartman zum Beispiel oder wo es einfach viel zu viele Gegner waren, wo ich mir gedacht habe, wie soll ich denn das überhaupt regeln mit so vielen Gegnern? Das war nicht so geil gelöst. Mechanik im Allgemeinen. Man legt halt Ausweichen und Rennen nicht auf den gleichen Knopf. Das funktioniert nicht. Also ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, lustigerweise. Ich habe ja auch ein Archiv mitbekommen, dass ich es anscheinend 20 Mal gemacht habe. Aber sei es drum. War mechanisch nicht gut durchdacht. Und sonst, das mit dem Ausdauer, ich verstehe, dass sie eben ausdauermäßig was geben wollten, weil er nur ein normaler Autor ist, der vermutlich eher weniger Sport getrieben hat. Hat aber doch in Sequenzen, wo Flucht vielleicht auch einfach oft die einzige Option gewesen wäre, nämlich Flucht ins Licht, das alles unnötig erschwert. So. Ich mochte die Idee, dass man die Gegner erst mit Licht verwundbar machen musste, um sie dann zu erschießen. Das mochte ich wirklich sehr. Das fand ich schon damals kreativ, als ich nur Let's Plays davon gucken konnte, weil ich ja keine Xbox hatte oder beziehungsweise es nicht am PC spielen wollte. Die Story, die war weird. Und das mochte ich sehr. Sehr viel Stephen King, sehr viel Twin Peaks, sehr viel andere Sachen wie Akte X und Co. Diese ganzen Sendungen, die wir uns angeguckt haben, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wir haben übrigens die letzte Manuskriptseite leider nicht gefunden. Fällt mir gerade auf. Sei es drum. Hat mir an der Handlung irgendwas nicht gefallen? Ja, in der Tat, so Kleinigkeiten. Wie groß ist Bright Falls? Irgendwann ist Alan durch Gebiete gegangen, wo ich mir so dachte, warum gehe ich jetzt durch eine Mine? Warum bin ich jetzt in einer Höhle? Warum bin ich jetzt in einem alten Holzfäller, in einem alten Sägewerk? Warum ist da jetzt auf einmal eine Geisterstadt? Und wo ist der Cauldron Lake, dass ich so lange dahin brauche?
dass der Damm und dann der Staudamm und so, das macht ja noch Sinn, aber so diese ganzen Kleinigkeiten, aber auch, dass ich so lange durch den Wald dann bin. Und wie hat Alan Wake seine Orientierung behalten? Also ohne Google Navis wäre ich da aufgeschmissen gewesen. Ich hätte niemals auch nur irgendein Ziel da auf dieser Insel erreicht. Aber sei es drum, das sind Kleinigkeiten, die die Story halt nicht gestört haben. Die Story war fantastisch und hat Spaß gemacht. Nur die Kämpfe haben zwischendurch wirklich gar keinen Spaß gemacht. Gerade die Gegenstände. Die Gegenstände waren ganz furchtbar. Dadurch, dass Ausweichen und Rennen ja auf einer Taste waren, waren Ausweichen vor den Gegenständen immer eher so semi-optimal. Und die haben wirklich verdammt viel Schaden gemacht. Da hätte man was anderes machen können. Musikuntermalung ziemlich geil. Ich sag ja nur Poets of the Fallen mit War, eins der geilsten Lieder, extra für dieses Spiel geschrieben. Ich lieb's, deswegen habe ich es ja auch laufen lassen, als es in Episode 5 am Ende war. Die Charaktere, die meisten sehr generisch. Alan mochte ich. Er hat halt alles für seine Frau getan, was ging. Barry war eigentlich ziemlich nervtötend, aber den mochte ich gerade deswegen auch ziemlich gern. Er hat mich wirklich sehr an Sieg aus Infamous erinnert. Die Polizistin mochte ich sehr, auch weil sie kaum Fragen gestellt hat, sondern Alan dann wirklich geholfen hat, ohne Fragen zu stellen. Cynthia Weaver war für mich eher so, klar, man hat sie am Anfang gesehen, aber man braucht auf einmal eine Lösung. Warum und wie an den Klicker kommt, und für mich war sie da ein bisschen in die Story geworfen. Die Dunkelheit selbst haben wir im Grunde ja eigentlich gar nicht gesehen, außer einmal ganz am Anfang in der Gestalt von Barbara Jagger, diese alte Frau. Der Nightingale, warum war der da? Warum, außer um zu nerven und eine Polizeijagd in einem Kapitel mit einzubauen, die ich auch total überflüssig fand, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nicht, dass die nicht gut zu spielen war, aber die war total überflüssig. Warum? Wie ist der FBI-Agent überhaupt auf Alan Wake aufmerksam geworden? So, das sind so Sachen, da hat es mir ein bisschen gefehlt. Doch, da hat es mir gefehlt. Und sonst aber würde ich sagen, war das ein sehr, sehr solides Spiel. Ob ich es jetzt nochmal durchspielen würde für Archivmens und Co. Ich glaube eher nicht. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, wenn ich dann mal wieder Bock habe, so wie bei The Evil Within. Dann ja. Aber ja, doch. Ich würde dem Ganzen glatt, wenn ich sage, in 10er Schritten sage, das würde ich dem Ganzen doch so eine 8,5 geben. Und der Rest ist einfach wirklich Abzug für die Spielemechanik und die nervtötenden Gegner. Und dass das vielleicht auch einfach nicht so durchdacht war. Die arme Rose tat mir übrigens am Ende sehr leid. Aber sei es drum, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt. In diesem Let's Play, dass wir zusammen Alan Wakes Weg gegangen sind, sowohl in den schweren als auch in den leichten Zeiten. Ich denke, ich werde The Signal und The Writer auch noch machen. Die waren ja mit dabei in der Remastered-Version. Nur nicht direkt jetzt am Anschluss. Ich muss jetzt ein Wohlfühlspiel spielen. Ich werde jetzt, denke ich, ein bisschen Horizon Forbidden West aufnehmen. Und ja, wir sehen uns dann also in einem anderen Projekt. Ich weiß nicht, ob es hier noch ein Nachfolgeprojekt gibt, weil das ja eigentlich eher so ein Spooktober-Special war und deswegen auch zur Primetime um 20 Uhr kam. Das werde ich spontan entscheiden, ob ich da was mache oder den Slot einfach erstmal leer laufen lasse. Kommt drauf an, es kommt halt so viel im Moment raus. Ich sag nur, God of War müsste dann schon längst raus sein. The Devil in Me müsste dann auch schon längst raus sein. Oder müsste dann auf jeden Fall bald kommen. Dann haben wir auch zum Beispiel noch The Callisto Protocol, wobei das hat schon seinen Platz gefunden, zum Glück. Nach The Last of Us 2. Das schließt so fließend ab, dass es passt. Und dann im Januar geht es ja allein schon los. Wir haben jetzt Ende Oktober. Wenn es dabei bleibt bei Forspoken, also wenn ich es jetzt schon kaufe, dann werde ich es auch mit euch let's playen. Dead Space. Im März geht es dann direkt hart weiter mit Resident Evil 4.
Das wird bei mir auf dem Kanal kommen, so oder so. Ich habe auch schon ein paar Pläne mit Resident Evil 8. Es kommt jetzt am 28. Also ist schon für euch vorbei. Die Erweiterung, wo man Third Person mit Ethan machen kann. Es kann also gut sein, dass Resident Evil 8 mein erstes Let's Play für Resident Evil auf diesem Kanal wird. Nicht direkt am 28. Kann gut sein, dass das nach Kena dann kommt. Werdet ihr dann sehen. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn nicht, dann habe ich mich anders entschieden. Aber ich habe so schon so ein paar Ideen im Kopf, wie ich das mache. Und ne, dann habe ich halt Horizon Forbidden West als Langzeitprojekt laufen und mein Retro-Wochenende. Das muss ja auch alles gut getimed und geplant werden, damit ich nicht so viele Spiele parallel spiele. Denn ich habe eine goldene Regel, immer nur 2 Spiele parallel. Maximal, wenn es drauf ankommt, 3. Und ansonsten produziere ich so weit vor, dass ich dann ein Spiel pausieren kann. So, jetzt sind wir am Ende. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Danke nochmal, dass wir das zusammen gesehen haben. Hinterlasst mir einen Kommi, wie ihr Alan Wake fandet. Und wir sehen uns dann in einem anderen Projekt. Da sind wir schon wieder am Titelbildschirm. Wir können jetzt aber mal abschließend kurz mal unsere Statistik angucken. Statistiken. Wir haben 238 Revolver-Kills hingelegt. 75 Kills mit der Leuchtpistole, Schrot 130, Jagdgewehr nur 19. Das fand ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen unhandlich. 89 mit Blendgranaten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Gegner das alleine sind, ja. Und 3 habe ich sogar noch mit dem Fahrzeug mitgenommen. Wie auch immer ich 83 indirekte Kills hinbekommen habe, I don't know. Poltergeister 95 erledigt. Hat einer eine Ahnung davon von euch, was die Poltergeister waren? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich habe über 1000 Vögel getötet. Läuft. Habe 352 Batterien verwendet. Das sind halt diese Billig-Teddy-Batterien, da kannst du nichts machen. Manuskripte habe ich 80 gefunden. Wobei mir viele auch verwehrt. Also ich habe in den Kapiteln selbst meistens nur so 1 oder 2 übersehen. Aber da ich nicht auf Albtraum gespielt habe, sind mir viele auch einfach verwehrt geblieben. 77 Thermoskannen. Das heißt, mir fehlen insgesamt noch 23. Das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass das 100 Stück waren. Dosenpyramiden wusste ich gar nicht, dass man die kaputt machen kann, bis ich es ausprobiert habe. Kisten, immer ein paar mehr als die Hälfte. Leider hat sich bei den Radiosendern und Fernsehsendern nichts mehr geändert. So, und wie gesagt, die letzten 3 sind von den DLCs. Okay, dann haben wir die Statistiken auch hinter uns. Wie gesagt, habt einen schönen Tag und haut rein.